Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit da seid. Ich bin die Moni und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der Monsieur Cuisine Plus. Heute möchte ich mit euch etwas backen und da es jetzt schon Rhabarber gibt, möchte ich mit euch einen Rhabarberkuchen backen, einen Rhabarber-Vanillekuchen mit Streuseln. Ich habe diesen Kuchen in dem Buch von der Christine Haas gefunden. Das ist mein absolutes Lieblingsbackbuch. Da sind so tolle Rezepte drin und den habe ich schon mal gemacht und der war wirklich spitze. Und jetzt habe ich gedacht, lasse ich euch daran teilhaben. Übrigens gibt es von der Christine Haas jetzt dann bald ein neues Kochbuch, ein Nudelsoßenbuch. Das könnt ihr unten, habe ich euch den Link eingeblendet, könnt ihr unter diesem Link schon vorbestellen. In circa 4 Wochen ist es dann erhältlich. Gut, also fangen wir an. Wir brauchen dazu Rhabarber, den habe ich schon in kleine Stückchen geschnitten und mit Zucker bestreut und eine halbe Stunde ziehen lassen, dass der Saft ein bisschen rauskommt. Dann des Weiteren brauchen wir Mehl, Zucker, Eier, Margarine, Schmand und Puddingpulver und Backpulver und Vanillezucker. Ja, ich glaube, ich habe alles. Mehl natürlich und Zucker wie immer. Gut, dann fangen wir mit dem Rührteig an. Dazu brauche ich 100 Gramm Margarine, die habe ich jetzt noch nicht abgewogen. Das kann ich jetzt vor Ort machen. Man könnte jetzt auch die gleiche Menge Butter nehmen, aber ich mache es jetzt mal genauso, wie das im Rezept drin ist. Hoch. Ha, genau 100 Gramm. Also das ist 100 Gramm Margarine. Dann 80 Gramm Zucker, den habe ich schon mal abgewogen. Kommt auch dazu. Kann man eigentlich runter tun. Da brauchen wir mal für einen Schmand, das ist wurscht. Ein Päckchen Vanillezucker, ich nehme dann immer meinen selbstgemachten und nehme dann einen guten Esslöffel. Muss ich auch mal wieder nachmachen. Habe ich auch ein Rezept dazu schon gemacht. Oder beziehungsweise ein Video dazu gemacht. Könnt ihr dann auch gern anschauen. Das ist wirklich ein ganz tolles Rezept. So, dann 2 Eier. Ich weiß, die soll man eigentlich vorher aufschlagen, falls sie doch nicht in Ordnung sein sollten, aber die sind ganz frisch, also dürfte nochmal nichts sein. Und 80 Gramm Schmand. Jetzt muss ich natürlich noch nichts doch wieder darauf stellen. So. Gucken, dass ich da genauso viel erwische, weil die anderen 120 Gramm, die brauchen wir später noch. 78. 80. Gut. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden Stufe 4 gerührt. Ich hoffe, man konnte es jetzt ein bisschen sehen. Ich habe jetzt den da auf meine Herdplatte gestellt, weil sonst ihr zu nah dran seid. Also 30 Sekunden. Jetzt habe ich das Problem, das will ich euch gern zeigen möchte, was ich öfters mal habe, wenn ich kalte Zutaten miteinander verrühre, dass mir das gerinnt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also so schaut es dann aus. Das ist ein bisschen geronnen, also das ist nicht grimmig. Dann habe ich einen guten Tipp für euch. Einfach das Ganze auf Stufe 2, 50 Grad. Und 3 Minuten einstellen. Und so bindet es das Geronnene wieder, dadurch, dass es leicht erwärmt wird und man kann wieder super weiterarbeiten. So. Jetzt schaut das Ganze wunderbar aus. So soll es sein. Schön geschmeidig. Also der Tipp. Den habe ich auch von der Christine Haas. Den hat sie in einem ihrer Bücher drin. Und so mache ich das immer. Ich tue manchmal ein bisschen Zeit variieren. Ja. Weil meistens, wenn die Sachen nicht Zimmertemperatur haben, dann gerinnt mir das eigentlich immer an die Butter geben. Also das wird immer irgendwie kieselig. Gut, also. Dann kommt dazu 180 Gramm Mehl.
2 Teelöffel Backpulver. So. Normal habe ich eigentlich immer in einem Glas mein Backpulver, weil sonst habe ich ein bisschen zum Verschleiß, weil sobald einmal es offen ist, mag ich es nicht mehr weiterverwenden, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das mitgetan habe. Also 1, 2 Teelöffel Backpulver. Meinen Backofen habe ich derweil schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Gut, und dann nochmal 15 Sekunden Stufe 4. Mein Gott, wieso tue ich den Ofen umdrehen? Ich bin das blöd. Stufe 4, 15 Sekunden. Ab und zu sollte man halt mal dazwischen mal kurz vielleicht Pause machen, wegen den Zutaten, ob das Mehl am Rand ist, aber das schaue ich jetzt nach den 15 Sekunden mal an. Genau, das Mehl ist jetzt ein bisschen am Rand, das tue ich jetzt einfach mit meinem Spaten ein wenig nach unten. Und mache das Ganze nochmal Stufe 4. So, nochmal 4 Sekunden. Gut. So, der Teig schaut jetzt so aus, also richtig schön cremig. Dann habe ich eine Springform. Ups, da bin ich. Die ist 26 cm. Da tue ich den jetzt reinfüllen. Habe ich schon eingefettet vorher. Den nehme ich immer mit dem Schaber. Man könnte das jetzt auf Turbo-Taste und an den Rand schleudern lassen, aber das ist bei dem Teig überhaupt nicht notwendig, weil der super rausgeht, weil er ja eben so flüssig ist. So. Ich bin nämlich heute auf den Geburtstag eingeladen und dann passt das wunderbar, dann kann ich gleich den Kuchen mitnehmen. Gut. So. Dann ein bisschen glatt streichen. So. Und das Ganze für 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Gut, jetzt muss ich bloß meine Handschuhe holen und das Ganze noch einmal ein bisschen nach oben. So, also 15 Minuten. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich weiter den Kuchen mache. Und lassen dabei backen und räume ein bisschen mein Chaos auf. Bis dann. So, also in der Zwischenzeit können wir jetzt schon mal unseren Pudding kochen. Dazu müssen wir 380 Gramm Milch in den Mixtopf geben. So. Gut. Und ein Päckchen Puddingpulver, Vanille. Gut. Ich schaue mal, dass ich das nicht so unbedingt auf das Messer drauf tue, weil relativ viel Stärke ist und das backt dann so fest. Und 40 Gramm Zucker kommen auch noch dazu. Das muss ich mir sogar auf Zehenspitzen stellen, weil ich dann eine sehe. Das sind ungefähr 2 Esslöffel. Genau. So, das habe ich jetzt natürlich schon noch das Messer getropft. Also. Gut. Und das Ganze 7 Minuten 90 Grad Stufe 3 kochen. So.
Mein Pudding ist jetzt schon, hat jetzt gut gekocht. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt mein restlicher Schmand dazu. Das ist dann jetzt 120 Gramm, weil ein Becher sind 200 Gramm, also logisch, weiß ich, ja? Und 10 Sekunden Stufe 3 unterrühren. In der Zwischenzeit habe ich meinen Rhabarber abtropfen lassen. Den tue ich jetzt nochmals auf ein Küchentuch, dass der richtig abtropft. Ich habe eh viel zu viel, man braucht bloß 300 Gramm. Ich habe jetzt einfach eine ganze Packung gemacht. Ich werde wahrscheinlich nicht alles hernehmen. So. Also der muss gut abgetropft sein. Gut. Jetzt da weiter. Naja, wieder was am Messer. Also machen wir nochmal kurz Stufe 3. Ein paar Sekunden. Kommt jetzt auf meinen vorgebackenen Kuchen. So. Gut. Ich hoffe echt, dass der heute auch wieder so gut wird wie letztes Mal. Sonst habe ich Probleme mit dem Kuchen versprochen und wenn ich dann keinen habe, das ist echt doof. Aber gut. So. Also das schön glatt streichen. Dann kommt mein Rhabarber drauf. Ist immer noch etwas nass, also ich muss jetzt den wirklich gut abtupfen, dass der wirklich schön. Und den verteile ich jetzt einfach auf meinen Kuchen. Jetzt geht die Zeit wieder los mit Spargel und Rhabarber und ja, jetzt habe ich vielleicht demnächst nochmal wieder ein neues Rezept mit Spargel. Muss ich mal schauen, was mir das so einfällt. Oder wo ich fündig werde. Gut, so. Also der ist schon schön flächendeckend drauf gestreut werden. Man kann das auch sehr gut mit anderen Früchten machen, also man muss da jetzt keinen Rhabarber nehmen, wenn man den nicht mag, weil es gibt ja viele, die mögen den nicht. Man kann jetzt da, keine Ahnung, Kirschen nehmen oder Heidelbeeren. Bei so roten Früchten ist halt immer das Problem, dass es ein bisschen abfärbt in den Teig, aber das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Oder man nimmt halt Mandarinen, das ist halt die klassische Variante für einen Käsekuchen auch. Oder Ananas, also man kann wirklich da echt alles nehmen. Aber ich habe es jetzt nur mit Rhabarber gemacht, weil ich den auch gerne mag und den es eben nicht das ganze Jahr gibt. So. Gut, den könntest du sehen. Jo, so ist gut, gell? Ein bisschen hoch, dann sehe ich mich wieder nicht. So, jetzt kommen die Streusel drauf. Wer jetzt keinen zweiten Mixtopf hat, so wie ich, der muss natürlich den Mixtopf etwas auswaschen. Aber so, jetzt. Gut, Moment. Da ich ja den Genuss des zweiten Mixtopfes habe, den ich jetzt erstmal wieder zusammenbauen muss, kann ich den natürlich jetzt gleich in meine Streusel nehmen.
genau, was ich euch noch sagen wollte, das ist wichtig. Bitte tut diese Dichtung immer zum Waschen runter, weil unter der Dichtung, unter dem Ring, da können sich, da seht ihr es, können sich echt richtiger Dreck sammeln, wenn es jetzt irgendwie Soße macht oder so, das ist wirklich ekelhaft, wenn man das jetzt länger nicht runter tut. Aber bitte tut die Dichtung dann wieder genau dahin, wo sie war, weil meine war nämlich weg. Ich habe die nicht mehr gefunden, Gott sei Dank habe ich einen zweiten Mixtopf. Nachdem es gibt, dann habe ich die weggeschmissen. Letztens tue ich dieses Sieb raus, wo war, wer war da drin? Meine Dichtung. Also, immer wieder dahin räumen, wo man es her hat, das ist glaube ich das Beste. Aber gut, ich bin also eine kleine Chaotin und drum, ich habe gedacht, ich habe es weggeschmissen, aber Gott sei Dank war es nicht so. Man kann es ja auch nachbestellen, also so ist es ja nicht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen dann 150 Gramm Mehl. Zucker und 80 Gramm Margarine oder Butter in den Mixtopf. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für den Mixer, wenn man noch mal dran hat, aber ich mache es jetzt einfach. Schaden wird schon nicht. So. 80 Gramm und das Ganze 10 Sekunden Stufe 5, es kann auch ein bisschen länger sein. Ich mache es einfach Stufe 5 und lasse es ein bisschen hochlaufen. Also, dann einfach rausnehmen und drüber streuseln. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, der gern backt. Und die das nicht gemacht haben, die können sich jetzt anschauen, wie es geht. Immer ein bisschen aufpassen mit dem Messer, weil das ist wirklich scharf, wenn man das mit der Hand reinlangt. Ich habe mich Gott sei Dank noch nicht geschnitten, aber ich will es auch nicht verschreien. So. Gut. Ja, schaut ganz gut aus. Und jetzt wird er natürlich nochmal weiter gebacken, weil sonst ist er roh. Also mal 30 bis 40 Minuten, glaube ich, kommt da, oder 35 bis 40 Minuten. Ich mache jetzt gleich mal 40 Minuten, weil mein Backofen nicht so der schnellste ist. Es kommt immer auf die Einstellung eures Backofens drauf an. Also ihr könnt es jetzt nicht ganz so pauschal übernehmen. Immer einfach mal mit ein bisschen schauen. Und beim Rührkuchen oder sowas dann sowieso mit der Stäbchenprobe. So. Also. Meine Streusel sind jetzt verteilt. Jetzt muss ich mal ein bisschen meine Hände waschen. So, habe ich noch Gott sei Dank meine Schürze. Gut. Dann das Ganze nochmal in den Ofen rein. Und ich stelle sie auf 40 Minuten ein, nochmal 180 Grad. Sehen wir uns nachher wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Und ich beseitige jetzt das Moment übliches Chaos. Bis später. So ihr Lieben, also mein Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Ich habe ihn jetzt nochmal 10 Minuten länger drin gelassen. Also der war jetzt ungefähr 50 Minuten drin und jetzt müsste er wirklich gut sein. Der Pudding ist an der Seite schon etwas rausgekommen, aber ich tue danach einen Puderzucker drüber und dann denke ich mal, sieht man das nicht mehr. Gut, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob euch der Kuchen geschmeckt hat oder ob ihr sonst noch irgend gerne einen Wunsch habt. Ich versuche es dann auch mal zu ermöglichen. Mal schauen, wie ich wieder Zeit habe die nächste Zeit. Das ist immer ein bisschen problematisch mit der Zeit und mit der Arbeit, dass man das alles unter den Hut bringt. Aber
Das bringe ich hin und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!